Hallo Leute, heute geht es mit Wolf und seiner Frau zu einer interessanten Höhle, La Plaie. Vorher möchte ich euch allerdings einmal Wolfs Hobby zeigen. Ja, da ist er, unser Tüftler, und erläuter mal kurz dein Projekt hier. Ja, guten Morgen alle zusammen. Herbie macht heute ein paar Aufnahmen von dem derzeitigen Baustand meines Hobbys, wie er sagt, meiner Solaranlage. Die ist ein kleines bisschen anders aufgebaut wie die üblichen, und zwar, wenn Herbie mal rumschwenkt, schauen wir uns sehen, das mal an, beweglich. Um die Pflanze rum. Die ist also in einer Dimension beweglich, und so kann ich dem Vektor aus der Sonnenhöhe und dem Sonnenverlauf über den Tag einigermaßen folgen und habe einen höheren Wirkungsgrad. Alles noch im Anfangsstadium. Oh ja, also vielleicht ein, zwei Worte dazu. Es gibt nicht die optimale Solaranlage, sondern es gibt nur die für die persönlichen Bedürfnisse optimierte. Aber alle müssen eins oder sollten eins gemeinsam haben, sie sollten sicher sein. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was viele Leute nicht einschätzen können oder falsch einschätzen. Und da kann ich gerne demnächst mal ein bisschen was zu erzählen, wenn es gewünscht wird. Alles klar, wir werden uns da weiter auf dem Laufenden halten. Und jetzt geht es zur Höhle. So Leute, da ist die Zufahrt zur Höhle. Sieht ziemlich abenteuerlich aus. Schauen wir mal weiter. Einmal links abbiegen. Es gibt hier unten so Taschenlampen, damit man da oben mal was sieht. Und Donation Box. Nein. Hier nichts so Besonderes. Na, Doggy. Jo. Jo, und da müssen wir noch mal hoch. Eigentlich sollte von unten das Licht eingeschaltet werden, aber noch alles stockdunkel. Also er kümmert sich ums Licht, aber scheinbar gibt es kein Licht. Für die Ed. Ich spaziere mal hinterher. The blue door for the monk leader, the client stayed in here to training. Tja, da unten ist eine Leuchte, eine einsame. This one is the rose of the big tree over there, about 200 years old, very big tree, to bring water and food upstairs. Da unten schimmert Tageslicht durch. Und hier können wir noch weiter runter. Ich habe meine Bad hier. Meine Bad. Ja. Ich habe auch mal so eine Taschenlampe genommen. Hm?
Hallo, oh, Fledermäuse. Krankhaar. Ja, ja, Kunde, du warst dann hier, Movie. Der Accident. But it's not by, but by in the movies only. Every night they fly to Piper Farm to catch small bug and mosquito to eat. Go back. Yes. Wang. Leider etwas dunkel, aber ich hoffe, man sieht die Türchen. Da hängt alles voller Fledermäuse. Keine Ahnung, was das ist. Sind jedenfalls keine Spinnen. Man bin bei, lecker gut nur. Ach so. Da bot du. Man sei nur der Jau kam. Blind. Das ist wohl die Haupthöhle hier. Angenehm kühl. Keine Taschenlampe mehr dabei. Und hier ist dann auch Ende. Every half moon and full moon, the monk come in here to training. Oh yeah. Yes. Because it's clean inside. Oh, da bleib ich mal lieber raus. Da flattern die Fledermäuse rum. Man kann mal tam loi tag. Tam man tag, ne? Boliven, hier ist loi tag. Na, man kann ja mal. Das sind alles irgendwelche Wurzeln, die. Keine Ahnung, wo die herkommen. From the part, the Singapore tourists come here and they think when they big donate, they can do everything in here. They cut it and bring it back. They cut? Yes, and bring it back. No good. When we touch it, we have fat in the finger. It drop. Yeah, yeah. It drop too. Crap. Solid Thai, solid Mai. Many years growing up. Kamoi. Yes. Ja, also die haben sie geklaut und haben die als Erinnerungsstücke mitgenommen. Die bilden sich selbstverständlich wieder nach, aber das dauert selbstverständlich lange, sehr lange. Wenn man hier so drüber füllt, alles feucht. Da schon eher zu erkennen als Elefant. Und das soll einer Schlange ähnlich sehen. Also, das Salz hier, dieser Stein oder wie auch immer, soll sehr gut sein. Farmer lieben das. Und da schon wieder so eine Spinne oder was auch immer. Also soll irgendwie gut sein, das Salz. Hier haben auch wieder welche die Steine entfernt. Und das wurde durch Plastik ersetzt. Schade, dass das so schlecht ausgeleuchtet ist. Ohne den Flur hätte man, oder ich mich, gar nicht so weit hier reingewagt. Ziemlich weit verzweigt das Ganze durch. Und leider scheinen auch hier immer wieder welche von den Steinen mitgehen zu lassen. Sieht aus wie marmoriert. Wenn es regnet, fängt sich in dem kleinen Basin das Regenwasser. Und da ein lachendes Gesicht. Ich hoffe, wie gesagt, man sieht das. Die Struktur nennt man Elefantenhaut. Babyfledermaus. Geht noch eine Etage tiefer.
Gestein hat überall eine andere Struktur. Abenteuerliche Treppe. Aus solchen Steinen werden in Thailand Amulette hergestellt. Hier hat alles eine besondere Bedeutung. Bildet sich auch was Neues, auch wieder. Und hier natürlich die Gegenstücke dazu. Stalagmiten und Stalaktiten. Der Kopf von einem älteren Mann. Wasserfall. Hier ist der Palau-Wasserfall. Palau-Wasserfall. Ja, da sind wir jetzt. Nur wir gehen wieder nicht rein zum Wasserfall, sondern gucken uns nur das Flüsschen hier an, weil sie wollen wieder 300 Watt haben, Eintritt. Wasserfall anzugucken. Genau. Aber zelten könnte man hier vielleicht mal. Aber vielleicht werde ich auch mal probieren, hier wieder mit meinem Teilführerschein reinzukommen. Hat das schon einige Male geklappt, aber nicht heute. Jedenfalls eine schöne Ecke. No Fishing und auf Schlangen sollte man achten. Wedel, wedel, hä? Flöhe hast du auch. Die beiden schaffen es ja rüber zu kommen, aber ich ziehe mal die Schuhe nicht aus, zu faul. Ja Leute, wir machen mal Schluss für heute, gehen noch was essen, Käffchen trinken und das war's dann mal wieder. Demnächst mehr von diesem Kanal. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert den Kanal, bewertet sie positiv, bleibt alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.